Hallo Leute und willkommen zurück. So, beim letzten Mal habe ich hier ganz schön gerudert. Und zwar habe ich diese Forschung nicht gefunden. Erhöht den Wirkungsbereich von Sternenbasen um 2. Aber ich war hier die ganze Zeit unten beim Bergbau, in dem Pfad, wo man die Bergbaubasen verbessert. Aber die Reichweite plus 2 verbirgt sich halt in einem anderen Zweig. Oh. Da geht es dann erst darum, die Sensorreichweite von den Sternbasen zu verbessern. Dann ganz am Ende kann man dann halt hier noch die Reichweite erhöhen. Gut, das wollte ich euch nochmal nachliefern. Okay. Ansonsten, ja. Galcha Flipping Projekt läuft noch. Aber wir haben da schon ordentlich Fortschritte gemacht. Hier sind wir auch schon fast so weit bei Jakka 2. Dann Kongminmine 2. Wollen wir uns natürlich auch nicht entgehen lassen. Da sollte hier im Moment soweit sein. Und hier oben, das wird nichts. Außer wir warten da noch extrem lange mit. Aber wir können die Planeten ja auch einfach so kalt flippen. Oh. Müssen wir nicht unbedingt über die Ideologie machen. Dauert dann halt länger. So, hier hat man letztes Mal Probleme gehabt mit der Zustimmung. Aber heiße Quellen wurde fertiggestellt. Damit ist das Problem erstmal gelöst. Bevölkerung 3 von 3. Brauchen entweder eine Stadt oder rüsten unsere Hauptstadt auf. Ja, machen wir erstmal die Hauptstadt. Dann hier Terraforming, wenn es denn möglich ist. Jawohl. Können wir hier eine Stadt bauen? Tiefgreifende Mine. Weil wir es schon im Angebot haben, sollten wir es auch mal irgendwo bauen. Aber das können wir nicht auf dem Heimatplaneten machen. Okay. Zentrale Mine. Hier. Ist mir natürlich stark. Alle Konstruktionen. So 6 dann. Viel Synergie. Oh, da haben wir noch was Besseres. Unterhaltungshauptstadt. Eine pro Spieler. Ah, das möchte man nicht hier haben. Ah, es bringt wenig. Nahrung plus 0,6. Ja, machen wir das so. Terraforming. Aber sowas hier abgeht, da können wir bald schon wieder eine Stadt bauen.
Aber erstmal da in der Hauptstadt Terraform. Also das wird die Drenchen aber sauer machen. So ein Sternbasis direkt bei denen in der Hut. Jawohl. Die Kasse klingelt. Sehr schön. Wir haben einen neuen Bürger. Aber wir könnten ja bei Toria einfach mal einen Forscher reinsetzen. Dann würden wir hier plus 30% Forschung bekommen. Oder Verwalter für Sternbasen. Fünf Sternbasen. Wir haben aber jetzt bald auch sehr viele Planeten. Auch wenn wir jetzt Kaltstoff flatten, kommen ja auch noch einige Planeten dazu. Dann. Anführung natürlich auch Sinn, weil alle Planeten davon profitieren. Nehmen wir den Anführer. Und ja gut, jetzt sind wir noch im Aufbau. Soziale Konstruktion. Und dann werden wir irgendwann von sozialer Konstruktion weggehen und ja, je nachdem, Forschung, Wohlstand, vielleicht ein bisschen Zustimmung pushen. Einfluss. Vielleicht auch Einfluss. Mal schauen. Haben wir jetzt gerade einiges an Credits bekommen. Moralkolonie, da können wir jetzt Sumizian ausgeben. Dann bekommen wir für eine Kolonie nochmal, ich glaube, 7% Moral dazu. Der ist schon Rang 7 von 8. Okay, da müssen wir dann auch wieder korrigieren. Zustimmung 100%, Bevölkerungsmaximum bald erreicht. Hier sollte die Stadt entstehen. Dann erst einmal die Hauptstadt aufrüsten. Dann. Ah ja, okay, wir bekommen jetzt auch Aurorus Arboretum dazu.
Dann hier die Stadt. Die Freifelmine haben wir immer noch nicht gebaut. Ah, teuer geht nicht. Aber da nur BC1 vielleicht. Ja gut, hier möchten wir unsere Handelsmetropole aufbauen. Ah, da wird es keine tiefgreifende Mine geben. Oder wir brechen hier einmal. Tiefgreifende Mine reinsetzen. Da hier. Nee. Weil ich will mir ein Terraforming verschwenden, was an unsere Zentralbank angrenzt. Ein anderer Planet muss her. Okay, wenn wir uns dann hier dran noch erinnern, dann wird hier die tiefgreifende Mine gebaut. Toria. Laserschiffe. 84 und wir haben jetzt schon. Okay, wir können jede Runde hier ein Laserschiff rauspumpen. Ah, wir können das Laserschiff überarbeiten. Was hat der denn hier gemacht, dass er so viel besser ist? Ach, er hat keinen Antrieb reingebaut. Okay. Ja, das weiß ich aber auch nicht. Also ein Antrieb. Masse Antrieb 8, Masse Strahlenwaffe 9,6. Wie kommt er dann auf 27? Ja, weil die Masse nicht. Ja gut, ihr habt es vielleicht dann im Video jetzt gerade gesehen. Also habe ich da was falsch vorgelesen oder... Naja, könnte es auch direkt abbrechen. Masse 9,6. Und Masse Antrieb 8. Aber es ist verbuggt. Offensichtlich. Aber wir müssen hier was bauen. Ah, da schützen wir nochmal Ähmchen.
Und noch nicht. Okay. Auch nicht. Interstellare Botschaft, das wäre natürlich Chaos, aber dafür bräuchten wir 4 Promethean. Ich habe nur eine Sternbasis Promethean liefert. Kann man mit der Ikonianischen Zuflucht und den Jos handeln und Tyranna auch. Unsere diplomatischen Fähigkeiten. Jetzt geben plus 1. Also ein grünes Plus. Das macht sich jetzt also bezahlt, dass wir da so viel in die Forschung investiert haben. Und wir haben ja auch den Diplomatenkorps fertiggestellt. Oder das Diplomatenkorps. Das ist natürlich schön. Merken die Dwenches davon auch was? Ne, die merken davon nichts. Diese 3 für Eroberung, oje, oje, oje. Die merken, dass wir schwach sind. Das riechen die gerade. Okay. Also, Handeln nicht vergessen, aber erstmal hier Hähnchen einsetzen. Das Artefakt. Also schon mal ein bisschen stärker. Dann. Ikonianische Zuflucht. Sternbasen. Irgendwas mit Promethean. Ah, da gibt's nichts. Okay, zurück. Yours. Okay, die führen einfach mal gegen alle Krieg. Okay, nicht mit den Drenchen. Antimaterie, Antimaterie. Ja, sowas hier ist halt blöd. Oder sind die schwach genug, dass wir uns das leisten können? Was wollen die denn dafür haben? Ja, okay, machen wir. Wir brauchen halt Promethean. Dann Tyranna nochmal. Antimaterie, Antimaterie. Antimaterie, Antimaterie. Okay. Was ist das? Terrestrisches Ernten. Okay. Nehmen wir das mal mit.
Oh. Die Arcanes hatten wir ja schon. Ausrundungszentrum. Harmoniekristalle eins und dann kriegen wir richtig viel Einfluss dazu. Okay. Kulturelle Assimilation. Ja, dafür braucht man halt immer weiter Promethion. Neun Runden. Ja, galaktische Regierung. Xenowirtschaft. Finanzhauptstadt, Bruttoeinkommen ist 100%, okay. Oh, machen wir es mal. Auf eine Einwanderung. Spektakel. Boah, aus Welt kann man nur einmal pro Galaxie bauen. Gibt dann nochmal Tourismus-Einnahmen plus 1%. Ja, nee, jetzt noch nicht. Xenowirtschaft ist okay. Ah, da sind ausgebaute Bergbaubasen. Beziehungsweise da dann eine Kurve fliegen. Laserschiff. Ah, wir packen jetzt mal in jeden Planeten ein Schiff rein. Das hat zum Beispiel mal eine Grundverteidigung ist. Jetzt können da Transporter reinfliegen. Ohne dass da Kriegsschiffe dabei sein müssen. Jede Runde plus 75 plus ohne Events, Weltraumschrott und Kapseln und so weiter eingerechnet. Dann kann auf den Grenzen wahrscheinlich ein Dungeon. Gehen wir nochmal näher ran. Da. Ach, die Slides. Okay. Auf den Grenzen. Sternbasen. Strahlenwaffen, okay. Die Spezialisierung haben wir nicht. Kann man aber immer noch handeln. So. Okay. Da ist noch ein Kolonieschiff dran. Da ein Handelsschiff. Ja, wo ist dann die Heimatwelt von den Altarianern? Da hinten vielleicht? Und hier haben wir eine Sternbasis. Red Wolf Sternbasis. Okay. Das ist gut. Das ist kein gegnerischer Planet.
Mach keinen Stress. So, die Quellen sind fertig. Die Leute sind zufrieden. Dann können die Hauptstadt aufrüsten. Dort eine Stadt. Da. Bahn. Hier. So. Was kann man denn hier jetzt schon bauen? Konsulat. Kostet halt keine Strategie oder keine Luxusressource. Kulturzentrum. Entsprechend stärker, kostet aber einen Harmoniekristall. Missionszentrum, nicht, dass wir das vergessen. Ich sehe jetzt hier Diplomat plus 3%. Haben wir noch einen Diplomat nicht zugeordnet? Vielleicht. Da, ein Diplomat. Einflusswachstum plus 3%. Kann man natürlich auch. Da noch einsetzen. Ah, wir sind nicht mehr ganz so schwach, deswegen sind da jetzt drei rote Minuszeichen weggegangen. Altarianer. Ja komm, wir geben den Altarianer mal einen Diplomaten. Danubisi 1. Ja, Laserschiffer. Dann. Ein Handelsangebot von der ikonianischen Zuflucht. Terranos. Wir können noch mal schauen, ob es denn einen Planeten Terranos gibt. Nein. Also zumindest nicht von den Ikonianern selbst. Es ging gar nicht mal so weit zurück. Oh. Also da geht was.
Jo, das sieht gut aus, finde ich auch. Jo, machen wir. Jawohl. Sonnentier. Sehr schön. Ja, Finanzhauptstadt. Bruttoeinkommen plus 100%. So. Er hält sich ja noch wacker. Aber. Nicht mehr lange, nicht mehr lange. Und Ihmchen wird ja auch schon kulturell umzingelt. Ja, das Missionszentrum war noch. Ah, okay. Hier sind die Trenchen und die Archaeans im Clinch. War jetzt hier die Idee. Noch eine Stadt zu bauen. Wir haben ja keine Nahrung mehr. Ja, Stadt wird sich anbieten, aber ohne Nahrung geht's halt nicht. Das bringt's halt nicht an der Stelle. Ah, Shoppingzentrum ist das Upgrade vom Marktzentrum. Raumhafen. Schiffskonstruktion. Ja, wir bekommen dann zwei Schiffskonstruktionen dazu. Ne, vier. Das bringt halt fast gar nichts, weil wir schon so viel Rohproduktion haben. Also wir brauchen Multiplikatoren. Basiswert ist gut genug.
auf 5% ist dann halt jetzt sogar 9%. Aber ist halt viel besser. Das kann man ja dann noch upgraden. Da haben wir da zusätzlich einen Multiplikator. Und viel mehr als nur der Raumhafen. Okay, aber machen wir das. Und Shoppingzentrum aufrüsten. Ja, dann haben wir hier nichts mehr zu tun. Dann machen wir hier nochmal Wirtschaftshilfe. Staatskasse plus 25. Oh, ein Laserschiff ist fertig. Jeder Planet kriegt ein Schiff zur Verteidigung. Bergbaubasen. Alles klar. Jetzt haben wir immer noch nicht Kaltschaft lebt. Kriegen wir die jetzt schon so, ohne dass. Ja. Ohne dass wir die Ideologie einsetzen. Wahnsinn. Der ist ja schon bei 86%. Sehr gut. Aber haben wir da beim nächsten Mal weiter. Macht's gut, Leute. Bye-bye.